Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Lotticast. Hier ist wieder euer Dennis. Heute für euch am Start mit 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4, nicht 5, auch nicht 6, auch nicht 7, auch nicht 8, auch nicht 9, sondern ganzen 10 Sonnenmond Ultra Prisma Displays, die wir auf Kamera für euch fetzen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir fackeln nicht lange. Ab geht's. Und schubst sich alle weg. So schnell geht das manchmal. Ja, wir sind jetzt auch noch am Start. Hier ist nämlich noch die... Beta! Und der... Hey. Das klingt schon gut. Ich krieg die besten Holz. Das klingt wie so ein Porkeruf, ey. Du hättest ja auch Minato sagen können. Ja, ist mir egal. Minato, a.k.a. Beta. Okay. Ich hoffe, ihr seht auch genug. Irgendwie scheint mir das hier sehr dunkel. Dunkel? Ja, aber oh, ich habe eine Holokarte. Die Lichter mal näher ranholen. Ja, vielleicht ist es nicht so. Weißt du das dann einfach alles in die Mitte oder was? Ja, das ist besser. Wir sollten es vielleicht so sortieren, schon ein bisschen, oder? Nach Rare und du sauferst das Code nicht. Zeig's halt. Wollen wir Holos? Ja, ich hab keine Ahnung. Doch, das Holo. Echt? Ja, Reverse. Ich würde sagen, jeder macht einfach seinen eigenen Pile bei sich. Okay. Das ist am einfachsten. Haben wir dann aber noch ein Warte, Bild? Ja, du musst ein Stück weiter vor. Und Lisa, du musst deine Links ein bisschen, du musst hier auf diese Höhe. Dann passt das soweit. Und Booster könnt ihr einfach auf den Boden schmeißen. Rare auch extra, oder? Ja. So wie du normal immer sortieren würdest. Ah. Die Booster darf der Praktikant nachher absammeln. Den will ich haben. Das fehlende Kleeblatt in Reverse. Oh! Nice! Oh, ich habe auch eine! Soll gar nicht. Alles klar. Very good. Ja, die können wir ja zusammenlegen dann. Nice. Das war eine. Oh, eine Holokarte. Ich befürchte, dass die rechte Seite von mir die schlechte ist, aber egal. Ach. Ich sehe das noch gar nicht so recht. Sieht man nicht das Karten überhaupt? Ja. Gut. Oh. Nein, I'm invisible. Doch nicht. Bin versteckt. Man sieht jetzt das Karten ein bisschen. Hauptsache die guten Pulse. Das ist das Wichtige. Ich glaube, wenn du das so machst, dass du die Codes hier hinlegst und... Wenn du... Was ist das, die Rare? Ja. Am besten machst du das so, weil dann sieht man die Karten. Und schieb mal deine Softbox auch ein Stück nochmal näher ran, bitte. Ja, wir brauchen die Stacks mit den Hollows und so gar nicht dahin machen. Wir machen einfach nur die guten Pulse in die Mitte. Ist viel besser. Oder so. Eine Softbox. Soft, Alter. Komm mal ran, Softbox. Ja. So, ein Holo, ein Singlong. Singlong, Singlong. Navin. Du hast das iPad gezogen, wie was? Jo, richtig schlecht. Wo ich hier Karten nochmal Münzen werfen muss, sonst passiert nichts. Oh, eine goldene rote Speerkarte. Nice. Secret Rare Alarm. Oh, ich habe auch eine Erfolge. Oh, die sieht richtig fancy aus. Nice. Chabelle GX. Rasanter Raubzug 30. Wenn du als erster am Zug bist, kannst du diese Tacker sofort einsetzen. Ja, okay. Grausamer Stachel 60. Das aktive Pokémon des Gegners ist jetzt verwirrt. Und GX-Attacke 50 mal der Anzahl der von deinem Gegner genommenen Preiskarten. Oh, also ähnlich wie. Taurus macht viel Schaden. Taurus macht so viel Schaden, er hat. Genau. Ja, ist nicht schlecht. Verdoppelte Gras. Ist kein Müll. Nee, das ist halt nicht. Nicht so wie bei meinem anderen Video. Säuger, oh, Lunala. Drei verschiedene Prismen, das ist schon nice. Nice. Es gibt, glaube ich, nur 6. Ja. Roserade. Macht ihr auch schon Reverse Rares getrennt von uns? Nee. Oh, ein Pack, ja. Ich finde das gar nicht so schlecht, ne? Das ist wie das Eboli, wie das Flamara EX. Jaga! Immer passend zu dem anderen Pokémon. Mit Wasserpflaster? Das ist nicht schlecht. Nee. Oh. Nee. Vielleicht Casual. Ja. Ein Hyper Rare Folikurva. Das ist richtig worse. Sick shit, Atem der Blätter. Und ein normales Folikurva noch. Oh. Und ein anderes. Und sie hat Jaga gezogen. Alter, hast du gerade. In einem Booster. Doppelpull. What the fuck? Doppelpull. Ja, jeder hat sein erstes Jahr fast schon durch. Ich habe noch Giratina, um das Set noch ein bisschen vollständiger zu machen von unseren Prisma-Pokémon. Oh, was haben wir hier? Nichts.
Müll. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir nicht jedes dieser Displays einzeln öffnen. Das würde dann doch einfach den Rahmen sprengen. Naja, gibt's ja nicht so oft. Einmal ein großes Opening ist okay. Das stimmt, ja. Am Ende gehen wir auf jeden Fall nochmal ein. Zeigen wir euch nochmal, was wir genau gezogen haben. Das stapelt sich ja jetzt gleich alles etwas auf 10 Displays. Und dann zeige ich euch genau, was wir in diesen 10 Displays gezogen haben, ja. Damit ihr auch im Bilde seid, genauso wie wir. Und eure Excel-Tabellen erstellen könnt. Damit ihr die Pull-Rates aus diesen Displays errechnen könnt, mathematisch genau. Teilt uns auf jeden Fall mit. Ob das als statistische, ob das statistische Aussagekraft hat, weil die Stichprobengröße genug ist, war ich eigentlich zu bezweifeln. Da müsste man schon mal 100 machen. Ja. Dann könnte man vielleicht über eine relevante Stichprobengröße reden. Ich ziehe hier Holos nach der anderen, Magnison, Cresselia. Oh, ein Glaciola, mein Gott, mein Display ist ja sick. Ich finde leider das normale Artwork ein bisschen zu arg animiert. Ja, das stimmt. Wobei besser als diese Knet-Pokémon, die man mal hatte, weißt du? Ja, aber die wo die aussehen wie geknetet. Die neuen Pokémon, die gestrickt hier, sind. Ja, Drifblon haben wir nee, gerade hier. Der ist aber gestrickt. Ja, der ist gestrickt. Die finde ich cool. Ja, ist decent. Naja. Oh, was anderes. Irgendwo das hat stimmt. Ja jeder sein Hobby, ne? Ich streck Pokémon, was machst du so? Schnapp sie dir alle! Genug Lifeslings, wo gestreckt wird. Really? Ja. Oh, der wird auch nicht so oft gezogen. Oh, Cyrus, die fünfte im Bunde. Ja, wer wird nicht so oft gezogen? Typ 0. Ah, okay. Aber er ist nicht gut. Er nicht, braucht aber. Den zu entwickeln. Aber Amigento. Ja, das stimmt. Amigento? Aber es gibt doch einen guten Typ 0. Das ist der aus, oh, lass mich lügen, Burning Shadows. Ja. Nach den Flammen. Yes, das ist really good. Die Pulse. Hier ist noch ein Abendmähne Necrozma. Abends, nicht morgens. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, diese Abendmähne und morgen, bla, keine Ahnung, wie der heißt. Morgen schwingen und Abendmähne. Oh, hey. Hey, Falk hier. Aber die Ultra-Bestien in Full-Art, die gefallen mir irgendwie immer gut. Hier ist ein Panferno in Holo. Oh, Schmetterhammer! Der mega ist halt schick, Alter. Boah, der ist richtig cool. Den müssen wir mal kurz angucken. Bald kann man Dix komplett in Gold spielen, die komplette Trainerline, Alter. Geil. Sick shit. Warte mal, angrabschen, warte ich ja auch mal. Ja, natürlich. Der sieht halt richtig edel aus. Echt halt prüfen. Crazy. Das heißt, ich hatte bei mir schon Full Art Trainer und? Ich habe noch zwei Booster übrig. Ja. Ich habe noch knapp die Hälfte. Lisa, gib mal Gas hier. Wir müssen mal drauf achten, ob ihr... Ich bin langsam und sorgfältig, okay? Wir müssen mal drauf achten, ob ihr alle drei von den Lotteriekarten zieht. Also eine Secret Rare, ja, eine Secret Rare und eine Full Art Trainer und eine Hyper Rare. Davon kann jemand nicht nehmen. Wenn ihr alle drei habt, dann ist mega gut. Ich hatte nur zwei von drei bisher. Ich bin immer zwei. Mir fehlt auch die Hyper. Hyper. Oh, schwingi. Sexy. Oh, ich starte auch gleich mein Display mit Folipurva. Ich bin ja Folipurva, man. Was ist denn los mit euch? Ich glaube, mein Display ist ultra scheiße. Ich glaube auch. Nicht ultra prisma, sondern ultra scheiße. Soll's geben. Man muss ja auch mal schlechte Displays haben. Und nope. Shaman. So, wer bis hier geguckt hat, Free Code für dich. Ich wurde im Code abgeworfen, Alter. Der Code ist absolut fliegen gegangen. So, Alola Sandama. Ach, du holst nicht mal die Basic-Energien raus. Nee, kein Bock. Ja, dürfen wir dann mal. Mach ich nachher, genau. Richtig. Du hast welche Rare meinst du noch mal so gut sein? Welche was? Welche Rare? Was war denn das? Das war dieses Krippunk oder was? Krippunk, ja. Dieses Gespenstviech, so. Muss ich gleich mal, wenn ich die mal pulle, werde ich mir die mal durchlesen. Hier, my favorite art of the set, Evoli. Folgt nach Luxstroh. So, ich bin jetzt auch oh, Ramaidon. Let's back. Nope. Oh, also, mein, bis auf Folipurva habe ich hier bisher noch nicht so richtig gefüllt. Zenglong, Holo. Boah, die sind jetzt durch hier. Ja, easy, wir wollen und ja. Und zum Fuller-Pike hier natürlich noch ein normales. Solgaleo.
Dein Display ist bis jetzt echt mies. Ja. Gut, dass ich mir nicht gekauft habe. Toll, ich hab's gekauft. RIP. RIP Lottikas. Oh mein Gott, was ist das für ein sickes Booster, Alter. Nice, Amigento und diese Super-Dings-Energie, die echt krass ist. Da kommt das Booster. Super Antriebsenergie. Kommt das Display langsam rum. Muss man sich also immer erst beschweren, ja? Ja. Ja. Alles klar, merke ich schon. So. Oh! Da Morgenschwing-Nekrosma in Hyper. Okay, wie gut sieht die denn aus? Sick, shit, holy purba. Er war schon früher gut, als man, ich weiß nicht, der Level X, den hat man auch gespielt, der war auch cool. Der könnte auch mehr Energien anlegen, glaube ich. Kann der das nicht auch? Ja. Nee, der kann entwickeln. 50. Der entwickelt ja den ganzen Sachen. Hier ist der Clubbook. Ach, mit dem GX, ne? Ah, das Clubbook. Nimm zwei Unterstützerkarten auf deinem Ablageschopper auf die Hand. Erschrecken 10, wenn das Titanium Pokémon ein Basis-Pokémon ist, kann es nicht angreifen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist ein guter Stauler. Ja, das stimmt. Wenn man tatsächlich mal ein langsames Deck spielen sollte. Das könnte ich mir vorstellen. Ich mach doch jetzt letztes erstes Deck mit den 4 Wobbuffet Breaks, was in Leipzig so gut gegangen ist. Ja. Ist auch ein Stall-Deck. Oh, Samantha! Oh, die ist ja nice, Alter. Die sieht so nice aus. Unnormal. Ist halt aber ein bisschen komisch, dass die Lilly und Samantha krass jetzt schon zweimal als Full Art gebracht haben. Ja. Vor allem, weil Samantha halt jetzt mal wirklich gut ist. Ja, es ist halt nicht gut genug halt. Man will halt nicht die. Oh! Oh, da ist der 6. Hallo Kieran! Shoutout an Kieran! Ja, das Ding ist halt, die ist schon der eigentlich schon okay, aber man will seine Supporter das halt nicht für. Oh mein Gott, ist das ganz so gut Supporter aufgeben. Shaman oder auch Gaming. Ja, das, ich finde das Spoiling auf dem auch sehr das nice. Das sieht cool aus, ja. Blindbar! Oh, ich habe eine HP aufheben. Was? Blantin? Nein. Abendmähne Necrozma GX. Nein. Ich heb nichts auf. Alles verkauft. Schmeiß ich schon damit rum. Ich bin leidenschaftlicher Sammler. Meine Sammlung aus Pokémon-Karten, die besteht vor allen Dingen aus. Ich habe noch World Cups von früher, die ich gewonnen habe. Meine Trophäen von früher. Was habe ich hier noch Cooles? Ah, meine Decks von früher, genau. Das ist der wichtigste Teil meiner Sammlung. Und Trophäen. Verkäufer. Das auch, ja. Ich beliefe euch halt alle gerne. So, das vorletzte Booster aus meinem ersten Display. Du bist erst beim Alter, ich bin gleich mit dem zweiten. Ja, es tut mir leid, ich bin langsam und stetig. Eben war es noch langsam und sorgfältig. Langsam und stetig. Oh, Glaciola. Eine der mit besten Karten, die man aus diesem Set ziehen könnte. Der arme Mensch, der hier aufräumen muss. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab gehört. Und Giratina. Die anderen. Ich glaube, ich die schwächste von den Prismen. Ich glaube, ich muss mal. Kann mir mal jemand diesen Boosterkarton geben? Ich würde gerne meine Cummins mal wegpacken. Ich glaube, wir brauchen noch einen. Ja, da unten liegt noch. Ja, ich komme da nicht hin, weil ich auf diesem blöden Karton sitzen muss. Ich bück mich auch nicht so gern. Ich bück mir jetzt nicht das Problem, aber du sitzt ja wenigstens nicht auf einem Karton. Was ist los mit euch? Wir müssen nachher das alles aufsammeln. Ich bück mich nicht gern. Na ja, hier. Weil ihr alles so langsam seid, werde ich erstmal kurz pausieren und hier diese Cummins wegrollen, damit wir hier Platz schaffen. Bin ich auf einmal auch schon langsam. Ich habe mich fast eingeholt. Ja, ist noch ein Karton, bitte. Dankeschön, das ist sehr freundlich von dir. Ja, natürlich. Diejenige, genau, die jetzt mit ihrem zweiten Display anfängt. Ja, ist okay. Und? Nope. Er merkt schon, bei noch die Karte, da geht's immer rund. Langsam und stetig. So, Display, Wegpacker Dennis. Hat ordentlich. Oh fuck. Wegpacker Dennis. Wegpacker Umreißer Dennis. Ja. Gib mal deine Cummins mit Kevin. Sind doch die Cummins. Gibst du mal rüber. Die hier. Ja. Ja. Das hab ich gerade schon genommen. Ja, noch mehr. Gib mir mehr. Gib mir more. Hier ist halt nicht mehr reingepasst. Ich hab meinen leider runtergeworfen. Okay, aber die liebst du auch. Das ist in Ordnung. Oh, ist das schon mal anliegen. Ah. Okay, ich glaube, ich räume hier mal ein bisschen auf. Das ist vielleicht mal noch Mülltüten mitnehmen sollen. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Also. Au! Entschuldigung. Ein bisschen zusammenräumen hier. Hier müssen wir wieder mit aufmachen. Unsere Teststrecke der Puls ist zu lange. Es kommt nichts. Ja. Ah, na gut, Freunde. Hol uns ja, was Goldenes! Was sagt ihr dazu hier, Leute, die das gerade anschauen? Seid ihr immer noch dabei, ja? Oh, Glaciolo Pulat! Nice!
Findet ihr das gut bisher, was wir hier so aufmachen? Wollt ihr mehr davon? Wollt ihr häufiger solche nice Openings sehen? Oder sagt ihr, lasst mich bloß in Ruhe? Naja, häufiger zu jedem Set halt. Ah ja, oh, Dialga. Ja, also uns macht das Spaß. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich feier das. Aber meine Pulse sind irgendwie dürftig auf diesem Display. Wollte gerade schon Kartentrick machen. Nee, dürftig. Kartentrick? Okay, warte. Mal zwischendurch ein Slowroll kann man. Alles klar, ich mach das mal. Energie, Kinoso, Mango Spector, Evil Crystal, Araqua, Plinfa, Pionskora, Skunkapu, Mangunior, Reverse Hologrammeldon und ein Panfero in Holo. Back to Dive Train. Oh, nice. Ein Mikrosenmagie. Oh, ich hab sogar Trump gezogen. Trump. Trumpy Boy. Sieht dann auch mehr aus wie Trump. Und der ist sogar gar nicht so scheiße. Ja. Trump oder Mangus Beck? Mangus Beck. Wir sind hier nicht politisch. Psst. Hypoteros. Die hatten wir noch nicht. Fancy. Wer ist er denn? Oh, Darkrai. Hallo, Kian. Das hallo. Das ist meine bessere Hälfte. Ach, das ist auch das Nikosmar. Nice. Oh, Cyrus! Nice! Der ist eigentlich gar nicht schlecht, oder? Hab ich gehört so. Hab ich das auch gehört? Weiß ich nicht, muss ich lesen. Was kann er denn? Wenn du kannst diese Karte nicht spielen, wenn du nicht mindestens eine Wasser- oder Stahl-Pokémon besitzt. Dein Gegner wählt zwei Pokémon aus deiner Bank und mischt die anderen, so wie alle an sie angelegten Karten in sein Deck. Boah. Wenn er halt ein paar Pokémon liegen hat, ist es okay. Wenn er ja, man kann ja eh immer nur eine Prisma spielen, da es momentan noch nicht so viele gute Prisma gibt. Ich denke mal, nee, das wird nur eine Prisma pro Sorte spielen. Du kannst also jede einmal spielen. Ah, okay, alles klar. Habe ich das missverstanden. Ja, das ist nicht wie die Ace Pack. Alles klar, dann entschuldige ich mich schon mal für den Fehler, den ich im anderen Opening gemacht habe. Ich dachte, das wäre wie Ace Pack. Oh! Alle drei haben hintereinander was gezogen. Sick. Dialga, Hyper, wir haben noch keine Hyper Red. Alter, wir haben voll übertaktet. Jetzt ist erstmal wieder Durststrecke angesagt. Nix da, weiter geht's mit dem Kohl. Hier, siehst du, so macht man das. Ja, okay. Fragen Sie den Herrn Seebürger. Tschack. Der Pack Opening Master. Dio Hart. Oh ja, danke. Shoutouts gehen raus an den Goi-Goi. Ja, an den Goi-Goi. Auf jeden Fall. Der gute Goi-Goi, der jedes Giveaway gewinnt. Ja. Er kommentiert auch jedes Video von uns. Also von daher mag ich ihn sehr. Immer gute Interaktion am Pushen. Und auch Shoutout an mich selbst. Ich mache nachher auch nochmal ein Video daheim aus. Kommentierst du das dann auch? Ich habe seinen Zwillingsbruder gefunden. Oh. Heißt der auch Cyrus? Ja. Krass. So ein Zufall. Oh, ich hab wieder was. Müll. Okay, letztes Pack, ich mach's Slowbro. Okay, Packtrick. Packtrick. Hattrick oder Packtrick? Hier, erstmal die scheiß Energie weg. Plinprin oder wie er heißt. Plinprin. Silvana, Knaxel, Kaumsalat, Schlurf, Pfannflamm, Quarmak, Haspiro, Rex, Blizzer und No Code. Nice. Hier der Code für euch. Ich sag immer Kaumsalat zu dem Ding. Warum nicht? Vom Salat kommt der Bizeps. Das weiß doch jeder. Und abends deswegen ist der ja Kaumsalat, weißt du? Mhm. Bleibt das stark. Wer bleibt stark? Kaum Salat. Ah. Kaum Salat ist. Erste Pack noch. Ach, Freunde. Oh, Doppel-Hypotheros. What the fuck? Ich bin hier relativ selten mittlerweile. Wer sick das von oft? Freelies wäre das sick, Alter. Kannst du gegen uns denn spielen, wenn du deine Freunde nur noch hast? Das ist eine gute 2-2-Linie. Das normale Capofalla ist auch nicht komplett scheiße, aber es ist halt leider nur zu viel geschenkt. Okay. Ui, schaut mal hier an. Viele Shoutouts heute an ihn. So, mein Display ist auch wieder durch. Ich sammle mal wieder euren Müll ein. Du das. Okay. Attention. Wir sind schon bald durch. Wir haben noch so ungefähr 3 Displays. Palkia. Ja, wir sind echt fix. So sind wir halt.
Bei Lottikarts wird immer. Oh, ich habe jetzt die Hälfte geöffnet. Ich bin ja ein Noob. Muss man gar nicht machen. Wie das du was? Das ist ein scheiß Display gewesen. Naja. Rippidi-dippidu. Erstmal so tun, als wäre er viel schneller als wir. Ja, das erklärt so einiges, ne? Bla bla. Bla bla. So. Ich hätte die Energie jetzt aber liegen lassen können. Was? Hier, danke. Kia, noch ein Darkrai. Traumsalat? Oh. Traumauto gibt's auch als Pokémon. Traumauto? Nee, Traumauto. Ja, Traumauto. Was haben wir denn hier? Nichts. Ja, den sechsten Pull habe ich, würde ich sagen, schon in dem einer Display Opening gemacht. Ja? Mal gucken, ob wir den noch toppen hier. Ja, muss eigentlich bei so vielen Displays. Ja, also wie ich gehört habe, ist der in ein pro zwei Cases drin. Ja, wir haben ja fast zwei Cases. Ja, passt. Ja. Vielleicht haben wir das in eins der zwei Booster Displays getan, die wir nicht geöffnet haben. Oder in dem, was ich mit nach Hause nehme. Ja, das könnte auch sein. Wir werden es heute Abend wissen. Hoffentlich, falls ich dazukomme. Bla bla, was immer ja ist am Wochenende. Ich lebe nicht, du kannst nicht an dich halten, wenn ein Display neben dir steht. Doch, mittlerweile. Ja? Aber das konnte ich schon bevor ich angefangen habe, weil ich okay. Hab dann halt irgendwann Geld gehabt und konnte mir das Zeug kaufen. Als Kind denkt man immer, ich will Display öffnen, ne? Aber ich hab kein Geld. Philipp Purba, schaut auf dein Kian. Boah, Kian, guck mal hier. Dein so Traum. Viele Kians, Alter. Ein Traum. Könntest du dir das Playset abgreifen, wenn du da wärst? Playset besteht halt leider nur aus einer Karte, ja. Weil ich nur einmal spielen darf, aber hey. Aber das für den Ordner sieht trotzdem gut aus. Das stimmt. Am besten gleich 9er Seite. Also live für einen Goal skieren. Aber bei mir ist nichts hier. Bei mir müssen die ganzen Pools gleich kommen. Bei dir müssen Pools kommen. Oh, eine Tracy. Full Art. Die hatten wir auch noch nicht. Sieht auch ein bisschen lustig aus. Ein bisschen lustig. Ja, irgendwie Lulz zu nah an der Kamera. Solgaleo. Oha. Und ein Volterus in Holo. Aber bis jetzt hatten wir nur ein Doppelpack. Ich hatte einmal Prisma und Ultra. Mhm. Oh, Lili Fuller! Oh, da haben wir sie alle. Boah, die sieht sick aus. Ja, die hab ich gezogen jetzt. Krass. Ich hab das geilste Pokémon ever. Codemon. Oder auch nicht. Wer den Code gekriegt hat, hat ihn verdient. Hat ihn verdient. Katzenreflexe. Hier gibt's auch noch einen Code, Mann. So, last pack of the box. Wir machen den Code-Trick. Den Code-Trick. Code-Trick? Ja, Schnurgas, Boyelin, fehlendes Kleeblatt, Alola Dicta, Plinfa, Molunk, Quattamack, Scheinux. Und Glaziola! Oh, nice. Nein, aber ein Luxtra, ein Holo. Ich hab meins zu früh drauf gelegt, das ist schon drin. Dope shit. Aber das habe ich tatsächlich gerade gezogen, das ist cool. Nice. Kapufala! Ja, wenn es mal der GX wäre. Nee, wäre nicht, wär nicht so gut, wenn der wieder reprinted wird. Warum? Ja, dann ist es bitter. Oh, oh, sick! Da wird er weniger wert. Ja, egal, ich habe nur noch ein paar. Ja, mal kurz umschreiben. Bitter war, als ich ungefähr 20 Schemen Ex-Fullers hatte und der von 90 auf ungefähr 50 gesunken ist. Das tat weh. Ja, Alufolie liebt mich. So, Freunde, wer will die Reverse-Fotos haben? Bald im Shop. Hashtag Lottikarts. Natürlich findet ihr all diese Karten bei uns im Shop, ja? All diese Karten werden morgen für euch online gestellt. Und hier könnt ihr sehen, wie sie geöffnet wurden. Und morgen ist Freitag übrigens. Also Glückwunsch an alle, die durchgehalten haben und immer noch dabei sind. Wir feiern euch mit einem doppelten Labelux. Wie lange geht das Video jetzt wohl schon 20 Minuten? Boah, mehr. Ja, boah. Wow. Eine halbe Stunde vielleicht. Crazy. Aber wir sind bald durch. Ich habe schon das letzte Display angebrochen hier. Die hat auch noch eins, glaube ich, stehen, oder? Nee, du hast auch schon das letzte, oder? Nein. Nee, eins die hast du noch. Ja. Ach, du hast die. Nee, das ist nur eine Hälfte. Luhuhuhunala. Silvana. Klingt schon in Russland. Nee, so klingt es. Silvana! Es gibt nicht nur einen WhatsApp-Charakter. Rumäne!
Oh, es gibt Hashtag, Warcraft, es Hashtag gibt no racist. Elf, der so heißt. Das Kryptok ist sogar, glaube ich, nur ein Anker. Oh, okay, das war mein letztes Schlüssel. Okay, viel Spaß. Tracy. Wollte ich kurz. Ich hätte kurz so gedacht, so, oh, Gold, Gold, Gold. Nein. Gold! Nix. Weil man will eigentlich immer lieber Hyper Resten als Gold, als Secrets. Ich nicht. Doch, Hyper sind viel cooler. Ich mag Secrets. Hyper, Hyper. Hyper, nee, Hyper. Besser, weil ich mag Gold. Aha. Bist du ein Goldjunge, wie Silo sagen würde? Nein. Ich bin nicht, was Silo sagen würde. Oh, Evoli Reverse, beste Karte im Set. Ja, und seine Freunde. Oh! Hey, ich hab auch noch einen dabei. Wer ist denn, wer ist denn mit dem Gold-Triant? Das ist doch dieses Kabelmonster, oder? Leuchtender Kopf. Leuchtender Kopf. Wer hat sich das denn ausgedacht? Fähigkeit, verhindere allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken von Pokémon deines Gegners, an denen mindestens eine Spezialenergie angelegt ist, zugefügt wird. Das ist decent. Rumpelnde Kabel. Rumpelnde Kabel. Alter, ja, kennst du das nicht, wenn ein Techniker oder Elektriker ausrastet? Ja klar, dann hat der rumpelnde Kabel. Ja klar. Lege die oberste Karte vom Deck deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Das ist irgendwie Müll. Beleuchten GX. Dein Gegner zeigt dir seine Handkarten. Füge eine Karte, die du dort findest, verdeckt seinen Preiskarten hinzu. Gibt dir einen Preis mehr. Das ist, Alter, das ist voll gut. Ich sogar eine, die macht dir zwei Preise mehr. Was? In der letzten Set. Aber das ist für eine GX-Attacke als Gott, Tech. Also ich finde bisher die geilste GX-Attacke. Oh, Lithion und Giratina. Wo man einen extra Zug kriegt von dir. Ja, die finde ich ziemlich heftig. Ja. Take an extra turn off this one. Und eine Großmacht. Soll ich noch irgendwo helfen? Ja. Kriegst du die Hälfte von meinen ab. Aber erstmal gibst du mir bitte deine Comments. Denn ich bin der Common Master. Bist du das? Dennis the Lot Master. Lottie Master. Genau. Woher kommt eigentlich Lottie Cards? Von Lots? Nein. Wer die wahre Geschichte hören möchte, woher der Name Lottie Cards kommt, kommentiert jetzt. Werdet dann in einem unserer genau, neuen in unserem Exclusive-Videos. Lottie Cluse. Wow. Der war echt schön. Der war schon grenzwertig. Ja. Der war so schlecht, man muss trotzdem drüber lachen, ey. Lottie Kluse. Hört sich ein bisschen an wie ein Angstzustand. Ich leide unter Lottie Klusophie. Absolut, Alter. Hashtag Lottie Kluse, Leute. Eine zwanghafte Störung. Pokémon Karten. Oh, ein Fluchtbord! Boah, ein Fluchtbord! Auch wenn die Karte scheiße ist, aber. Schaut aus raus an Marty McFly. Okay, da kann hier eigentlich nicht mehr so viel Krasses drin sein, ne? So scheiße finde ich es gar nicht übrigens. Ja, wenn der Leichtstein rausrotiert wird. Oh, Hashtag Darkai, Hashtag Kieran. Wenn der Leichtstein rausrotiert wird, ist jeder spielen. Also, ich glaube, wir haben häufiger den Namen Kieran benutzt als alle anderen Kartennamen hier bisher. Hashtag Lost Inclusive Kieran. Hashtag hallo Mitarbeiter. Ob er das wohl guckt? Stimmt nicht ganz. Oh, Ultra Beast. Ich glaube, der Einzige, der es ganz guckt, ist Goygoy. Locker. Okay, es gibt auch bestimmt auch viele, die springen dann ganz zum Ende. Den werde ich am Ende was vortäuschen und sagen, dass sie das Wichtigste in der Mitte verpasst haben, nämlich den 70% Rabattcode. Dann werden alle das Video ganz gucken. Außer die, die es jetzt gehört haben. Video, 70% Rabattcode. Gib mir mal 70% Video. Ich habe keinen Bock auf die anderen 30%. So Leute, ups, Endspurt. Rieb. Wir sind fast durch. Leider. Ich könnte noch weitermachen. Stunden. Wer war denn das hier? Was? Irgendjemand trollt. Ich glaube, ich war's. Alles muss seine Ordnung haben. Ja, das muss da rein, auf jeden Fall. Nicht. Beste Karte. iPad. RIP. Auf der Karte steht drauf, mache nichts. Okay. Weil du den Coinflip eh verlierst. Was machst du denn da? Das Kevin. Ich raste gleich aus. Ich hab zweimal das Gleiche reingeschmissen, absichtlich. Bei Maidon muss da rein. Nein, muss er nicht. Ja, und Aggregatenergie auch. Was ist denn falsch mit euch? Hier, Doppel-Schlurfleck. Leck mal, mein Schlurf.
Oh. Oh, Syros und den Dings hier, nice. Was? Das ist Schlecker, ey. Hier, nein, der kann gefährlicher Schlecker. Der ist sogar gefährlich, wenn er da gefährlicher macht. Gefährlicher Schlecker, für den kann man angezeigt werden. Oh Gott, wie schlecht. Warte, wir müssen das so tanken, dass jeder noch einen Booster übrig hat. Hier, du kriegst einen, ich krieg einen. Aber ich hab noch zwei. Ja, weil ich hab auch noch zwei jetzt. Also nein, eigentlich nicht mehr, doch. Das letzte machen wir gleichzeitig, oder was? Ja. Okay. Oh! Oh, Volkner! Okay, und jetzt im letzten Pack, wir machen die alle hintereinander auf, ja? Jeder macht den Pack-Trick. Weißt du, wie der geht, Lisa, den Pack-Trick? Show me. Okay, also du machst den Code weg. Code weg. Dann nimmst du vier Karten. Vier Karten. Die tust du jetzt nach vorne. Aha. Jetzt gehst du um. Okay. Moment, ich fange an. Energie, Kramchef, Panfyro, Pokémon Fanclub, Haspiroa, Venus Liebe, Sneebel, Evoli, Magma, Resolo Kostwurm und Cresselia Holo. Jetzt ist Lisa dran. Okay, Psychoenergie, Kinoso, Magneton, Kommandutan, Kaumala, die Spannung steigt, Pionskora, Schlurp, Panflam, Quarterback, Reverse, Shilast und das. Und in sich, Feenenergie, Feuerenergie, Rettungsenergie, Mars, Elektrodisk, Bojolie, oh, was ist deine Energie drin? Ich hab getrollt, Chillast, Roselia, kaum Salat nochmal, Electek, Skuntank und Nope. Oh no, wir haben keinen goldenen GX gezogen. Riot. Damn, ich glaube, wir müssen noch mehr Displays aufmachen. Nein, Spaß beiseite. So, wir räumen mal kurz auf, dann sind wir gleich wieder für euch da. Wir spielen den eben im Moment mal ein bisschen vor. Bis gleich, meine Freunde. So, das hier sind unsere Hyper Rares und Secret Rares. Wir haben gezogen einen Voltkern, einen Palkia, zwei Morgenschwingen Krosma, einen Folipor, einen Dialga, eine rote Speerkarte, einen Schmetterhammer und ein Fluchtboard. Das bedeutet also, da wir 9 Stück haben, haben wir knapp etwas unter eine pro Display. Wir haben mal 10 aufgemacht. Ja, das ist, würde ich sagen, ganz nice. So, dann haben wir unsere Full Arts. Dann haben wir eine Silvana, einen Pokémon Fanclub, eine Lily, einen Volkner, zwei Tracy, eine Samantha, eine Abendmine Cosma GX, ein Laziola GX, ein Folipova GX, zwei Chapelle GX, ein Palkia GX, ein Dialga GX und zwei Morgenschwingen Cosma GX. Das sind insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 16 Stück, sprich 1,6 im Schnitt pro Display. Auch das ist durchschnittlich. So, dann kommen wir zu den normalen GX. Da haben wir 5 Palkia GX, 4 Dialga GX, 4 Morgenschwingen Cosma GX, 5 Abendschwingen Cosma GX, 2 Amigento GX, 2 Glaciola GX, nee, 4, sorry, und 5 Folipova GX. Das sind 5, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 29 Stück, sprich 2,9 pro Display. Auch das ist, würde ich sagen, voll im Durchschnitt. Also das durchschnittliche Display hat eigentlich 3 normale GX, eine Full Art, beziehungsweise 1,5 Full Arts. Manchmal hat man noch einen Trainer Full Art mit drin. Und ja, so 0,75 Hyper bzw. Secret Rares. Genau, und hier haben wir ganz gut gezogen mit 5 Folipora und 4 Glaciola. Das sind ja eigentlich die, die man ziehen will, die Morgenschwingen und Abendschwingen. Die großen sind auch gut. Also ich würde sagen, auch hier können wir eigentlich vollkommen zufrieden sein mit unserer Ausbeute. So, und dann haben wir zu guter Letzt noch die 9 Prisma-Karten. Davon haben wir 4 Super Antriebsenergie, 4 Zyros, 5 Solgaleo, 5 Lunala, 6 Darkrai und 3 Giratina. Das macht nach Adam, Riese und Eva Zwerg 16, 20, 27, also 2,7. Auch das ist voll on average. Ich habe so im Schnitt mit 2,5 gerechnet. Ähnlich wie bei den Breaks damals. Und ja, man kann sozusagen sagen, dadurch, dass die auch im Reverse-Spot sind, dass das wirklich das Äquivalent zu der Break ist von ja, den XY-Serien. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Vergesst nicht, den 70% Rabattcode aus dem Mitte des Videos einzulösen. Ja? Und ja, viel Spaß beim Shoppen. Euer Dennis von Nauticas. Und Dio. Und Minato. Yay! Und das ist der Schalterriff, der übrig geblieben ist. Es gab viele Opfer. Weniger überlebt.